is GFL Football. 2K5 Athletic, offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Woche 13 bei GFL TV in der Saison 2017. Die World Games Pause ist vorbei. Es geht wieder weiter mit dem Liga-Alltag nach der Silbermedaille für die deutsche Mannschaft. 6 Wochen sind es noch in der regulären Saison. Die sollen darüber entscheiden, wer Staffelmeister wird, wer Heimrecht im Viertelfinale hat und wer überhaupt an diesen Playoffs teilnimmt. Wir sind heute in Frankfurt zum Spiel der Samsung Frankfurt Universe gegen die Marburg Mercenary. Wir sind hier auf dem Aufwärmplatz, warten noch auf beide Mannschaften, dass sich gleich aufwärmen. Deshalb Zeit erstmal nach Kiel zu gehen. Die Kiel Baltic Hurricanes haben die New Yorker Lions zu Gast. Spitzenspiel in der GFL Nord. Und für die Kieler mit die mehr oder weniger letzte Chance, die New Yorker Lions noch abzufangen auf dem Weg zur Nordmeisterschaft. Dafür brauchen sie heute einen Sieg und sie müssen auch noch den direkten Vergleich gewinnen. Das heißt, sie brauchen viele Punkte. Und wenn es darum geht, viele Punkte zu erzählen, dann gibt es in Kiel einen Spezialisten. Und den stellen wir Ihnen jetzt vor. Statistisch gesehen ist der Herr mit der Nummer 1, Running Back Chris McClendon, der beste Ballträger der German Football League. Und sein Laufspiel sollte das Fundament sein für den erhofften Sieg der Baltic Hurricanes gegen die New Yorker Lions. Damit wäre dann das Rennen um die Nordmeisterschaft nochmal spannend. Aber zunächst mal die Lions mit der Offense ohne Bollmann, ohne Morris, ohne Tissy Robinson und noch einige andere in der Abwehr mit vielen Verletzungen sorgen, aber trotzdem Casey Terrier auf Jan Hildenfeld, das in 18 Yards Raumgewinn und kurz danach der erste Touchdown für die Lions. David McCants, 4 Yards Entfernung, 0-7. Von den Verletzungsproblemen merkte man den Braunschweigern in der Anfangsphase nicht so viel an. Dann schauen wir mal auf die Kieler Offense. Die probierten es mit dem Pass und das erfolgreich. Quarterback Jared Stegman hat da viel Zeit und findet dann seinen Lieblingsreceiver Xavier Mitchell für 43 Yards. Und dann war das erste Quarter schon vorbei. Der Drive der Kieler geht allerdings weiter und zwar bis in die Braunschweiger Endzone. Hier kommt genau der Mann mit der Nummer 1, Chris McClendon. 6 Yards, 7-7. Andere Seite, auch die Braunschweiger haben eine klasse Running Back. David McCants, das beweist er immer wieder. Und auch hier David McCants, 19 Yards Raumgewinn. Und auch er vollendet dann diesen Drive mit einem Touchdownlauf aus 8 Yards Entfernung. Braunschweig führt 13-7. Die Kieler Offense musste anschließend punten. Also sehen wir gleich wieder die Lions mit ihrer Offense. Casey Terrio hatte eine Lieblingsanspielstation in dieser Partie und das war Jan Hildenfeld. Hier fängt er den Ball für 14 Yards und er beendet den Drive mit diesem Catch für 16 Yards. 7-20 der Spielstand. Hildenfeld bei diesem Ballbesitz mit 5 gefangenen Pässen. Und die erste Halbzeit war schon fast vorbei, als die Kieler noch eine letzte Aktion in der Offensive hatten. Jared Stegman mit einem Hail Mary Pass, aber aus der eigenen Hälfte heraus. Tim Unger fängt diesen Pass ab. 20-7 für Braunschweig, also der Spielstand zur Halbzeit in Kiel. Erster Drive der zweiten Halbzeit. Kiel stoppt die Braunschweiger. Die haben einen 4. Versuch und 3. Hildenfeld als Panther auf dem Feld und er macht dann das. Der läuft für 36 Yards Raumgewinn und damit neues First Down für Braunschweig statt einem Punt. Danach dann Terrio auf Justus Holz. Und der kommt nicht ganz bis in die Endzone, aber macht 20 Yards Raumgewinn. Einen Touchdown gab es nicht für die Lions, aber Field Goal von Tobias Göbel aus 26 Yards, 7-23.
Der nächste Drive der Kieler beginnt mit einem 9-Yard-Lauf von Chris McClendon. Das war dann aber die Kieler Herrlichkeit. Es gab kein First Down und stattdessen einen Punt von Tim Albrecht. Und der wird aufgenommen und zurückgetragen von Jan Hilgenfeld. Hilgenfeld in dieser Partie fast überall zu finden. Dann aber mal nicht Hilgenfeld, sondern Terrio zu Niklas Römer. Bisschen in den Rücken geworfen, kein Problem für Römer. Der nimmt ihn trotzdem auf und macht 36 Yards Raumgewinn. Am Ende des Ballbesitzes wieder kein Touchdown, aber das nächste Field Goal Göbel aus 23 Yards. Das Braunschweiger Eichhörnchen punktet munter weiter 26-7. Für Kiel wurde es jetzt langsam Zeit. Stegman probiert es selber mit dem Lauf 18 Yards. Beginn des vierten Quarters. Der Kieler Drive geht weiter und Stegman findet Mitchell für 36 Yards und den Touchdown. Kiel ist wieder ein bisschen näher dran, 14-26. Andere Seite, Braunschweig, Terrio auf Niklas Römer. Ein super Catch an der Seitenlinie, Pass vollständig, 24 Yards. Dann aber 3. und 5. Wieder Terrio auf Römer, diesmal nur 1 Yard Raumgewinn. Es folgt ein Punt. Die Antwort der Kieler. Stegman auf Xavier Mitchell. 46 Yards, aber das Problem der Kieler, ihr Passspiel war zu vorhersehbar. Fast alle Pässe gingen in die Richtung von Xavier Mitchell. So auch in der anschließenden Szene und der ist zu hoch und hinten dran steht Lars Steffen und macht die Interception für die Lions. Das wäre die Chance gewesen für Kiel nochmal richtig ranzukommen, aber sie vergeben sie. Und auf der anderen Seite setzen die Lions jetzt auf David McCanns. 3. und 6 und er läuft 12 Yards für ein neues First Down. Und das Passspiel der Lions, variabler Terrio auf Holz, 59 Yards, Touchdown, 14-33. Und das war die Entscheidung im Kieler-Stadion vor über 3000 Zuschauern. Weniger als 5 Minuten noch zu spielen. Hier kommt Chris McClendon und er kommt gewaltig und er macht 26 Yards. Aber es war halt zu spät im Spiel. Und das Laufspiel hatte nicht genug Unterstützung vom Passspiel. Dann nochmal McClendon. Wieder eine klasse Aktion. 2 Jump Cuts im Loch und der bricht nach außen aus und macht 19 Yards Raumgewinn. Und McClendon macht dann auch die letzten Punkte der Partie. 22-33 aus einem Yard Entfernung. Es fehlen aber immer noch 2 Scores und das mit weniger als 2 Minuten auf der Uhr. Also ein Ding der Unmöglichkeit und nachdem der Onside-Kick im Auslandet, bleiben die New Yorker Lions aus Braunschweig weiter ungeschlagen, denn sie gewinnen in Kiel mit 33-22. Die Lions haben heute gezeigt, warum sie das beste Team in Europa sind. Sie kamen mit vielen Verletzten hierher, haben aber trotzdem fast fehlerlos gespielt. Sie sind gut gecoacht und haben viele sehr gute Spieler. Das haben sie uns heute auch gezeigt. Ja, das war wie erwartet ein harter Kampf. Das ist 2 Mannschaften, das in die Rennen für die Nordmeisterschaft und es war ein hartes Spiel, ein Hinspiel gegen Kiel und das ist natürlich noch schwer auswärts zu spielen. So, die haben einen großen Kampf gemacht. Wir hatten ein paar Jungs, das fehlt. Diese Woche wegen Verletzungen und so weiter. Aber ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie die zusammengeblieben haben, einfach durchgekämpft und einen Weg zu Sieg gefunden haben. So. Die Norddeutsche Meisterschaft, ist die Braunschweig jetzt überhaupt noch zu nehmen? Mal sehen, es gibt immer noch viel Football zu spielen. Wir haben immer noch 5 Spiele zu spielen. Aber eine 2 Siege gegen Kiel war ziemlich groß
bei unserem Vorteil, aber trotzdem, Köln ist eine ganz starke Mannschaft. Die sind wahrscheinlich eine von den besten Aufsteiger, die wir jemals gesehen haben. Und das wird ein harter Kampf nächste Woche. So müssen wir durch die Saison wirklich unser A-Game immer mitbringen. Und dann haben wir eine gute Chance. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wegen Playoff, Heimrecht und so weiter. So, das ist unser Ziel zurzeit. Schwierig zu sagen. Viele Fehler gemacht. Braunschweig hat verdient gewonnen. Nicht so schlimm von den Fehlern her wie im Hinspiel, aber die müssen wir einfach ausstellen, wenn wir Braunschweig schlagen so wollen. Ne? Das ist einfach ein bisschen enttäuscht gerade auch noch, deshalb weiß ich nicht. Letzte Woche hast du bei den World Games gespielt, sehr gut gespielt, zusammen mit einigen Braunschweigern. Ja. Wie schwer bist du Zweiter geworden? Glückwunsch dazu. Wie schwer ist es, zwischen den beiden Teams zu wechseln, da wieder umzuschalten, den Schalter wieder umzulegen? Überhaupt nicht. Also das hatte ich überhaupt kein Problem mit. Das war Braunschweig, wie gesagt, die sind super Jungs, auch die ich da kennenlernen durfte. Aber Spiele spielen und dann ist es einfach was anderes. Ne? Dann nach dem Spiel kennt man sich, dann hat man sich dann wieder gerne. Aber so beim Spiel, also überhaupt kein Problem damit umzuschalten. Motiviert diese Niederlage jetzt dafür zu kämpfen, dass es noch ein drittes Spiel gegen Braunschweig geben wird? Das wird es auf jeden Fall. Also wir werden uns wiedersehen und klar, motiviert. Das ist das Ziel, ne? Ziel ist German Bowl bei uns. Und da werden wir spätestens da, werden wir sie wiedersehen. Wunderbar, dann wünsche ich schön. Danke. Die New Yorker Lions gewinnen also mit 33-22 in Kiel, sind auf dem besten Weg zur Nordmeisterschaft. Wir machen weiter mit den anderen Zusammenfassungen von diesem Spieltag, fangen dabei hier in Frankfurt an. Die Samsung Frankfurt Universe hatte die Marburg Mercenaries zu Gast. Das Hessen-Derby zwischen dem aktuell Zweiten und Dritten im Süden. Wie dieses Spiel ausgegangen ist und alle anderen, die am Wochenende stattgefunden haben, das erzählt Ihnen jetzt Andreas Renner. Simon Gawanda von Samsung Frankfurt Universe liegt in der Sackstatistik der German Football League ganz vorne. Nun waren die überraschend starken Marburg Mercenaries in Frankfurt zu Gast. Hessen-Duell und auch der Kampf um Platz 2 in der GFL Süd. Knapp 4000 Zuschauer waren gekommen und sie sahen zunächst mal Universe im Ballbesitz. Das ist Running Back Silas Nasita, 10 Yards Raumgewinn. Nasita hatte in der vergangenen Saison die Mercenaries fast im Alleingang vor dem Abstieg bewahrt. Neuer Frankfurter Quarterback ist Jaleel Awini, der versucht sie mit einem Touchpass, aber Phil Howie fängt diesen Ball über die Mitte ab. Interception Marburg. Was machen sie draus? 3rd-and-10, Pass von Jeffries, aber Charles Joseph lässt den Ball fallen. Marburg muss punten, also nächster Frankfurter Anlauf. Da ist die Ballübergabe, der Pitch zu Silas Nasita und diesmal sind es 18 Yards Raumgewinn. Und dann wagt Abini wieder einen Pass, aber der wird abgefälscht von Katusic und Markus Böck macht die spektakuläre Interception. Die Marburger Offense mit Chad Jeffries, der findet Andrikus Lindley, diese Wheelroute sehr erfolgreich, 34 Yards Raumgewinn. Aber dann will Jeffries nochmal Lindley bedienen. Und der Pass ist unvollständig. Anschließend folgte wieder ein Marburger Punt. Also wieder Frankfurt und wieder Nasita. Und wenn er den Ball hatte, dann passierten die guten Dinge. Weniger gut lief es, wenn Jaleel Awini versuchte zu passen. Denn das hier ist seine dritte Interception. Wieder greift Phil Howie zu für die Marburg Mercenaries. Deshalb keine Punkte nach dem ersten Quarter. Marburg musste wieder punten und hier ist wieder Frankfurt und hier ist wieder Nasita und das fängt wieder gut an und das sind wieder 10 Yards. Und jetzt ahnen Sie vielleicht, was als nächstes kommt. Guter Lauf von Nasita und Interception. Awini viel zu kurz geworfen. Dieser Pass, Daniel Katusic greift zu. Die vierte Interception von Jaleel Awini. 3rd-and-6, Marburg, Pass von Jeffries auf Hendrik Schwarz, es folgte ein Punt, Frankfurt wirft 4 Interceptions, Marburg macht daraus genau 0 Punkte. So,
So, und hier ist wieder Nasita. Und das sieht wieder gut aus. Und diesmal sind es sogar 27 Yards Raumgewinn. Aber jetzt aufgepasst. Awini mit dem Pass. Awini mit dem Touchdown. Es geht doch. André Feuerherd. 23 Yards. Frankfurt führt 7-0. Marburg bekommt nochmal den Ball. 2:30 vor Ende der ersten Halbzeit. Aber Jeffries wird gesackt. Die Marburger gehen punktlos in die Pause. Ihre Defense hat klasse mitgehalten. Aber Frankfurt führt 7-0. Hier ist die Marburger Offense zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das ist Jeffries. Der läuft hier beim zweiten Versuch selber für 4 Yards. Und dann beim dritten Versuch muss er werfen. Und das weiß auch Dustin Iletschko. Der Frankfurter Linebacker, der Österreicher mit dem Interception Return Touchdown. 34 Yards. Frankfurt führt 14-0. Andere Seite, zweiter Versuch und 4. Jeffries unter Druck. Die Frankfurter Defense jetzt dominant. Marburg muss wieder punten. Und hier kommt Frankfurt und hier kommt Nasita. Silas Nasita, der Typ ist einfach nicht zu fassen. 41 Yards Raumgewinn. Und das ist wieder Nasita. Diesmal sind es nur 12 Yards. Und dann fehlen noch 7 bis in die Endzone. Und wer kriegt den Ball? Genau, Silas Nasita. Touchdown 21-0. Bei diesem Frankfurter Drive 7 Läufe von Nasita für insgesamt 86 Yards Raumgewinn. Und die Marburger wechselten jetzt den Quarterback, brachten Emmanuel Lewis nach Schulterverletzung. Der Ex-Frankfurter bedient hier Lukas Spindler für 6 Yards. Der nächste Spielzug für Lewis dann allerdings nicht ganz so erfolgreich über die Mitte. Da ist Joshua Posnanski, der Mann mit dem vielleicht besten Näschen für den Ball auf der Safety-Position in der GFL. Die Interception zurückgetragen bis an die 1-Yard-Linie. Und da macht dann Frankfurt in dieser Partie alles klar. Roscoe Baptist läuft in die Endzone. 28-0. Und das zu Ende des dritten Quarters. Rein ins vierte Quarter. Hier ist Awini und er bedient David Hiron. Und das sind 32 Yards Raumgewinn für Frankfurt. Anschließend dann Awini in Richtung von Yannick Markgraf. Touchdown Frankfurt 35-0. War also nicht alles schlecht an diesem Nachmittag für Jaleel Awini. Andere Seite, dritter Versuch und 7. Pass von Lewis wird weggeschlagen. Marburg muss mal wieder punten. Die Marburger Offense kam nie ins Spiel gegen allerdings, das muss man dazu sagen, eine sehr starke Offense. Andere Seite, Sonny Weishaupt jetzt auf dem Feld. Er bedient Steffen Hähnel für 10 Yards. Anschließend dann Weishaupt in die Richtung von Jeremy Dixon und er lässt den Ball durch die Hände rutschen und Phil Anieri geht dazwischen. Für die Marburger. Dixon macht seinen Fehler am Ende aber wieder gut. Er hatte den Ball abgefälscht. Er macht den Tackle und verhindert den Touchdown. Und warum war das wichtig? Weil die Marburger nicht in die Frankfurter Endzone kamen. Lewis wird hier erwischt für minus 2 Yards. Und deswegen nur ein Field Goal von Hendrik Schwarz. Immerhin die ersten Punkte für Marburg im vierten Quarter. Verkürzen sie auf 3-35. Aber dann haben wir noch einen, Jaleel Awini. 4 Interceptions hat er schon. Hier ist Nummer 5, Michael Taylor geht dazwischen. Der Pass telegrafiert vom Quarterback. Und damit die 5. Interception für Awini, die 6. für Frankfurt. Trotzdem führen sie 35-3. Und dann Lewis auf Joseph, die letzten Sekunden. Marburg will nochmal Punkte machen. Lewis muss spiken, kniet aber aus Versehen ab. Und somit die Partie zu Ende und Frankfurt gewinnt ein kurioses Spiel am Ende mit 35-3. Der nächste Schritt ist, dass ich damit anfange, die Coaches zu coachen. Ich habe mir das eine Weile angeschaut, aber Sie wissen vielleicht, dass ich in der Vergangenheit als Head Coach selbst auch
Offensive Coordinator war. Wir werden jetzt anfangen, die Dinge für die Spieler zu vereinfachen. Ich bin sehr unzufrieden mit der Offense. Als Head Coach muss ich jetzt reagieren und das werde ich auch tun. Markus, 35-3 gewonnen, aber 6 Picks können dem Offense-Coordinator wahrscheinlich eher nicht so gefallen. Nee, natürlich nicht. Dem Quarterback-Coach auch nicht, das ist ja der gleiche Typ. Aber wenn wir halt 6 Picks werfen und immer noch das Spiel gut gewinnen, haben mal andere Dinge funktioniert. Und das war zum Glück Defense, wie eigentlich jede Woche. Laufspiel hat funktioniert und das sind ja zwei Dinge, die vielleicht noch für mich in unserer Offense oder in unserem Team sowieso wichtiger sind als Passing-Game. Aber trotzdem müssen wir natürlich am Passing-Game arbeiten, dass wir die Picks verhindern. Hätten wir die Picks nicht, wäre das ein richtiges, großes Spiel geworden. Also auch nach Punkten. Aber so hatten wir das gemacht, was wir machen mussten, um das Spiel zu gewinnen. Und das hat also dann doch funktioniert. Was fehlt bei der Pass-Offense? Weil also von oben, ich kenne jetzt die Plays nicht, ich kenne euer Playbook nicht, aber da waren ein paar Plays dabei, wo ich mir dachte, hat er die Defense gelesen? Weil das war direkt in die Arme von Verteidigern, die er anscheinend übersehen hat. Was war los? Ja, offensichtlich. Also wir haben mit Jalil ja einen guten Athleten, einen mobilen Quarterback. Aber wie jede positive Sache hat auch eine negative Sache. Also mir kommt es vor, als wäre er noch nie wirklich gecoacht worden, im Passing-Game Coverages zu lesen, Fronts zu erkennen und dann die Adjustments dazu zu machen. Und Marburg ist eigentlich eine dankbare Defense. Die haben relativ einfache statische Dinge gemacht. Trotzdem haben wir schlechte Bälle geworfen. Das bedeutet, ich muss noch mehr Zeit mit ihm verbringen, vielleicht das Passing-Game noch einfacher machen, damit er ein bisschen confident wird, mit im Passing-Game auch die einfachen Sachen completed und wir dann daran aufbauen. Also es ist mein Job, ihn noch ein bisschen mehr einzunorden, um ihm den Job ein bisschen leichter zu machen. Das klingt aber eher nach langfristigen Zielen innerhalb der nächsten 6 Wochen bis zu den Playoffs als bis nächste Woche in Halle, ne? Ja, aber man kann das ja auf jede Woche vorbereiten. Halle spielt eine spezielle Defense und dafür können wir einfache Plays machen und die Wochen drauf wird das dann genauso machen. Also wir müssen uns auf jedes Spiel sowieso vorbereiten. Jetzt vielleicht noch ein bisschen spezieller als sowieso schon, weil wir halt vielleicht limitiert sind im Passing Game. Die Heimspiele der Munich Cowboys werden Ihnen präsentiert von unserem Hauptsponsor, Werksviertel Mitte. Urbanität neu erleben. Wide Receiver Ari Adegbesan von den Schwäbischer Unicorns kam von den World Goals mit einer Silbermedaille und einem Kahnbeinbruch zurück. Er wird den Unicorns in den nächsten Wochen fehlen. Der Tabellenführer im Süden, er war zu Gast bei den Munich Cowboys, die zuletzt einigermaßen erfolgreich gespielt hatten und gleich zu Beginn mal das erste Ausrufezeichen setzen, denn den Kick auf der Halle trägt Maximilian Kusch 97 Yards zurück in die Endzone von Schwäbisch Hall. Touchdown München 7:0. Toller Start für die Cowboys, die natürlich alle Punkte brauchen, um gegen Hall mithalten zu können. Das wussten sie selber. Bei Schwäbisch Hall Running Back Danny Washington, die prägende Figur bei diesem ersten Drive. Hier läuft er für 18 Yards und an der Münchner 19-Yard-Linie kriegt er wieder den Ball. Und das ist der Touchdown. Danny Washington verkürzt für Schwäbisch Hall auf 6:7. Die Münchner von Head Coach Garen Hawley mussten anschließend punten. Also wieder die Offense der Haller mit Marco Ehrenfried und Joe Joyner, dessen Vater ja mal für die Munich Cowboys gespielt hat. 14 Yards Raumgewinn. Dann kurzer Pass auf die andere Seite, diesmal auf Nate Robitaille. Wieder 13 Yards Raumgewinn. Anschließend 3. und 4. Nächster kurzer Pass, aber diesmal abgewehrt von der Münchner Abwehr. Und deswegen nur ein Field-Goal-Versuch von Tim Stadelmeier aus 29 Yards Entfernung. Der ist gut. Und die Unicorns führen mit 9:7. Die Cowboys setzen auf ihren Running Back, auf Fabian Gärtner. Der läuft für 26 Yards. Riesenloch durch die Mitte der Haller Defense. Und die Münchner Offense kann das vergolden. Denn Ben Wilkerson findet hier Julian Zettel zwischen drei Verteidigern. Ein perfekter Pass. Julian Zettel nach Verletzung wieder zurück. 13:9 München führt. Aber nur kurz, denn nur 2 Spielzüge später Ehrenfried mit dem langen Ball auf Tyler Rutenbeck und die Münchner Abwehr pennt total. Niemand bei Rutenbeck. Und damit 13:16. Schwäbisch Hall liegt wieder vorne. Gutes erstes Quarter im Dante-Stadion vor 1500 Zuschauern. Nach einem Münchner Punt kommen hier jetzt wieder die Unicorns mit Danny Washington. 25 Yards.
Dann liegt der Ball an der Münchner 8-Yard-Linie und hier ist wieder Washington Touchdown. 13-23. Anschließend tauschten beide Mannschaften Punts aus und dann die Münchner mit einem 3. und 13. Wilkerson braucht zu viel Zeit. Das wird bestraft von Devin Benton. Und Garen Hawley mit einer kuriosen Entscheidung. Er versucht ein Field Goal aus 61 Yards Entfernung. Robert Werner ist einer der besten Kicker der GFL, aber das ist dann ein bisschen zu viel verlangt, vor allen Dingen, weil der Snap auch nicht gut war. Und hier ist dann Nate Robitaille mit einem Return des zu kurzen Field Goals für 48 Yards und die Unicorns sind im Geschäft in der gegnerischen Hälfte. Ein Geschenk der Münchner Coaches für Schwäbisch Hall und das nutzen sie aus, denn Pass von Ehrenfried bei Robitaille und der macht den Touchdown aus 32 Yards Entfernung zum 13-30. Die erste Halbzeit neigt sich dem Ende entgegen. Werner pantet, hier ist wieder Robitaille und das ist ein klasse Return für satte 48 Yards. Und dann kurioses Play, aufgepasst, Ehrenfried wirft und Paul Neufanger macht die Interception, aber Robitaille klaut ihm den Ball, reißt ihn aus den Armen, ein Fumble-Return-Touchdown von Robitaille zum 13-37, aber die Münchner sagen, Neufanger war doch schon am Boden, als er die Interception hatte, wir schauen drauf und wir können es nicht sagen, weil man den Ball nicht sieht in dem Moment, in dem das Knie am Boden ist, also beide Mannschaften können hier diese Szene für sich reklamieren und das interpretieren, wie sie es wollen. Wir können nichts beweisen. Wir können nur sagen, zur Halbzeit 13-37 und die Cowboys ohne Fabian Gärtner, der mit einem Schleudertrauma an der Seitenlinie. Zweite Hälfte, hier ist Danny Washington und der erzielt die ersten Punkte des zweiten Durchgangs. Es steht 13-44, die Unicorns zogen jetzt davon. Auch wenn sich die Münchner munter wehrten. Wilkerson mit dem Pass auf Zettel, 18 Yards Raumgewinn. Danach dann aber dritter Versuch und 4. Wilkerson unter Druck. Wilkerson gesackt. Also nur ein Field Goal für die Cowboys und Robert Werner aus 42 Yards. Der Kick wird geblockt. Also die Offense der Haller, dritter Versuch. Ehrenfried sucht Mario Flores. Der Pass ist nicht vollständig, aber es gibt eine Pass Interference gegen Paul Neufanger. Also geht der Haller Drive weiter und zwar munter rein ins vierte Quarter. Ballübergabe an Danny Washington. Und der macht den Touchdown und damit Zwischenstand 13-50. Aber die Cowboys hatten im vierten Quarter nochmal eine gute Phase gegen die Haller Backups in der Verteidigung. Erst Wilkerson auf Markus Gärtner für 21 Yards und dann aufgepasst, spektakulär, Statue of Liberty nennt man das. Diese Ballübergabe von Wilkerson an Jakob Wenzel sieht man ganz, ganz selten. Toller Touchdown für die Cowboys zum 20-50. Der anschließende Kickoff zurückgetragen von den Haller von Nick Sweet, 67 Yards. Die Unicorns dann auch mit den Backups in der Offense kein Touchdown, stattdessen Stadelmeier aus 32 Yards zum 20-53. Die letzten Punkte gehörten dann noch den Münchnern, Wenzel aus 3 Yards Entfernung mit einem stinknormalen Handoff, 27-53, der Endstand im Dante-Stadion. Schwäbisch Hall bleibt weiter ungeschlagen. Stadtderby in Berlin. Die Adler empfingen die Rebels im Poststadion vor 1.788 Zuschauern. Die Adler mussten nach ihrer ersten Angriffsserie punten, also kommen jetzt hier die Rebels mit den weißen Trikots und mit ihrem amerikanischen Running Back Larry McCoy und der er läuft hier den ersten Touchdown der Partie, 7-0 für die Gäste.
bei den Adlern Nico Fortino als Quarterback auf dem Platz. Sein Pass landet hier bei Maurice Rotenburg, aber der lässt sich das Leder dann klauen von Jamal White. Der erzwingt den Fumble und erobert den Ball selber. Klasse Aktion vom Mann mit der Nummer 33. Und die Rebels bestrafen den Fehler der Adler sofort. James Harris auf Alex Tunkara. Touchdown 0-14. Rein ins zweite Spielviertel. Auch die Rebels nicht fehlerlos in dieser ersten Halbzeit. James Harris, Pass über die Mitte, aber Burton de Koning riecht das für die Adler und trägt den Ball 41 Yards in die andere Richtung zurück. Ein Touchdown gab es nicht für die Adler. Fortino wird hier gestoppt für Raumverlust und deswegen am Ende der Angriffsserie für die Adler ein Field-Goal-Versuch. Manuel Leverenz aus 27 Yards. Er trifft zum 3-14. Aber eine große Chance, dran zu bleiben, vergeben von den Adlern. Und das wird zwei Spielzüge später bestraft. Denn hier ist Harris und dann ein verpasster Tackle. Und der Rest der Adler Secondary ist zu langsam für Alex Tunkara. 64 Yards später steht es 21-3 für die Rebels. Und nach einem 3-and-out der Adler vor der Halbzeit noch ein Touchdown. McCoy aus 5 Yards. 3-28. Das war der Spielstand. Zur Pause. Und direkt nach dem Seitenwechsel die endgültige Entscheidung. Harris auf McCoy. Dieser improvisierte Shovel Pass nach vorne. 40 Yards Touchdown zum 35-3. Anschließend gab es zwei Drives ohne Punkte. Und dann durften auch mal die Adler jubeln. Fortino auf Julian Kassler 10-35. Aber natürlich war das zu spät, um diese Partie noch zu gewinnen. Und im vierten Quarter punkteten erstmal die Rebels weiter. Das Duo Harris und Tunkara kennen sie schon, bitteschön. Hier zum dritten 22 Yards, 10-42. Anschließend dann Harris auf den früheren Adler Nikolai Schumann. 43 Yards später, 10-49. Die Adler Secondary machte keinen guten Eindruck in dieser Partie. Und die Special Teams hatten auch ihre Probleme. Der Punt von Loss wird von Jamal White 56 Yards zum Touchdown retourniert. Jamal White mit seinem zweiten Big Play in dieser Partie 10-56. Und das war es noch nicht für Jamal White. Der Dreierpack wird vervollständigt mit dieser Interception gegen Fortino. Jamal White, einer der überragenden Rebels in dieser Partie. Die letzten Punkte dann auch für die Rebellen. Janis Scharner aus 6 Yards zum Endstand 10-63. Die Rebels gewinnen zum 6. Mal hintereinander das Berliner Stadtderby. Die Saarland Hurricanes empfingen die Ingolstadt Dukes, Abstiegskandidat gegen Playoff-Anwärter und Aufsteiger. Die Ingolstädter in den weißen Trikots gingen früh in Führung durch ein Field Goal. Anschließend Quarterback Rick Webster auf Lorenz Regler am Ende des ersten Quarters 9-0 für die Gäste. Im zweiten Quarter machten die Dukes dann alles klar. Erst Webster mit dem Touchdown-Pass auf Daniel Balazovic. Anschließend dann Webster mit dem Touchdown-Pass auf Richard Samuel. Zur Halbzeitpause stand es 22-0. Für die Gäste. Rick Webster war leicht angeschlagen in die Partie gegangen. Er wurde dann in der zweiten Halbzeit geschont. Im vierten Quarter Keith Hilson sein Ersatz mit den letzten Punkten der Partie. Touchdown-Pass auf Kenny Telfair zum Endstand. Saarland Hurricanes 0, Ingolstadt Dukes 31. Hier sind die Ergebnisse vom 13. Spieltag der German Football League. Die Kiel Baltic Hurricanes verlieren gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig mit 22-33. Die Berlin Adler haben keine Chance gegen die Berlin Rebels, Endstand 10-63. Die Saarland Hurricanes verlieren gegen die Ingolstadt Dukes mit 0-31. Die Munich Cowboys unterliegen den Schwäbisch Hall Unicorns mit 27-53. Und Samsung Frankfurt Universe besiegt die Marburg Mercenaries mit 35-3. Die Partie Hildesheim Invaders gegen die Cologne Crocodiles musste wegen den starken Regenfällen in Norddeutschland verschoben werden. Der Blick auf die Tabellen. Für die New Yorker Lions ist nach dem Sieg gegen Kiel
zumindest anscheinend, der Weg zur Nordmeisterschaft frei. Kiel auf Platz 2, Dresden auf Platz 3, die Rebels auf Platz 4 und die Cologne Crocodiles auf Platz 5. Diese Teams können alle noch die Playoffs erreichen. Gegen den Abstieg kämpfen Hildesheim mit einem Sieg, die Berlin Adler mit einem Sieg und die Hamburg Huskies, die noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Auch im Süden gibt es ein ungeschlagenes Team, nämlich die Schwäbisch Hall Unicorns. Die haben es am kommenden Wochenende mit Frankfurt Universe, dem Zweitplatzierten, zu tun und können da alles klar machen in Richtung Südmeisterschaft. Marburg auf Platz 3, Ingolstadt auf Platz 4. Da geht es wohl nur noch darum, wie die Playoff-Plätze verteilt werden, denn dann kommt eine große Lücke zu den Munich Cowboys mit 3 Siegen. Die Allgäu Comets, die Saarland Hurricanes und die Stuttgart Scorpions haben jeweils 2 Siege auf dem Konto und müssen sich allesamt noch Sorgen wegen eines möglichen Abstiegs machen. Das waren sie also, die Zusammenfassung von Woche 13 hier bei GFL TV. Das war es auch von uns. Hier im Stadion ist das Flutlicht schon aus. Hinter mir wird sich noch im VIP-Block vergnügt. Das dauert wahrscheinlich jetzt noch ein paar Stunden, bevor die Letzten nach Hause gehen. Wir machen uns auf den Weg und verweisen auf nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter in der German Football League. Dann mit wichtigen Spielen im Süden. Zum einen am Samstag das Spiel Schwäbischer Unicorns gegen Samsung Frankfurt Universe. In Schwäbisch Hall das Spitzenspiel in der GFL Süd. Und dann ein genauso wichtiges Spiel um die Playoff-Platzierung zwischen den Marburg Mercenaries und den Ingolstadt Dukes. Das dann am Sonntag. Wir sind also nächste Woche für Sie am Start. Hier gibt's noch die Place of the Week, präsentiert von wirmachendruck.de. Haben Sie eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Die Plays of the Week der German Football League. Präsentiert von wirmachendruck.de. I am a fire, don't face me. I am a lie, if you don't mind, embrace me. I go too far, so badly. Oh, I can be a star if you let me. I never lost it. Now I'm haunted by the left unsaid. Oh, I was so sure I never. Already torn out for all what we are so dearly. Oh, I could be a star if you cheer me on.